gibt es eine ganz kleine Linie vom Flughafentransfer. Oh ja. Kantenflug. So, Passagier, wow. Schnelles Gefährt. Ich habe gerade einen Busch auf der Oberleitung. Hast du einen Bus auf der Busch Oberleitung? auf der Oberleitung. Voll da. Hey. Am Busch? Ich habe auch manchmal fliegende Busche hier. Ja? Also Ja. nicht ungewöhnlich, okay. So, machen wir eine Runde mit. Ich habe, glaube ich, gerade was entdeckt. Bei Linienzuweisung. Nur sichtbare. Hier. Cool. Das habe ich jetzt auch noch nie gesehen. Nur sichtbare Linien eingeblendet. Was sind nicht sichtbar? Wenn man eine neue Linie, wenn man ein Fahrzeug auf eine Linie setzen will, nur sichtbare kann man dann einschalten. Gerade jetzt zum Beispiel mein Bus hier. Wenn ich sage, okay, du solltest jetzt auf eine andere Linie. Jetzt habe ich hier eine Scrollerei. Jetzt mache ich nur sichtbare und kann dann hier wirklich dann startbezogen. Ah, okay.
Gerade eben im Augenwinkel gesehen, dieses Ding da, das ist also ganz kleines, nicht schlechter Specht. Also das gefällt mir. So, ich würde sagen, schön. Also nicht schlecht. Mitte weiß ich jetzt gerade aus dem Stegreif auch nicht. Also UI kann man nicht skalieren. Die Parameterfenster ist fest von Urban Games vorgegeben. Also die Breite, die Höhe ist liegt an den Parametern. Nicht einmal doppeltseilig kann man fahren. Also man kann schon doppeltseilig fahren, aber wenn man Auswahl zum Beispiel macht A 1 bis 10, dass man in der ersten Zeile 1 bis 5 hat und von 6 bis 10 dann die zweite Zeile hat, das geht nicht. Leider. Das wäre so schön. Twin Towers, nein! Boah, War die Tage das schon mal auf. das Arsch auf! 3 bis 11. Der Standardbahnhof Plus. Habe ich auch. Aber du kannst hier Durchganggleis machen. Dann kriegst du nochmal zusätzlich 1, 2, 4, 6 Gleise noch dazu. Habe ich auf riesige Mitfahrten und beim Bauen hängt's. Was ist denn das? Man nicht verstehen, oder? Nee. Wenn ich hier mitfahre, ne? Alles flüssig, sogar in den Großstädten. Will ich aber Gleis bauen oder abruppen, dann braucht erst mal 2 Sekunden, ehe das Gleis abgeruppt ist. Ja, das Ja, habe ich nicht. das hatte ich auch. War die Form Patch. Weil mich wundert bloß halt, dass ich beim Mitfahren, wo du ja sonst eigentlich ganz schnell Ja. die schon hast, ne? Dass das flüssig läuft, aber beim Abruppen hast du so kleine Verzögerungen. Okay. Wir mal schauen, wie es wenn später ist. Hier. Fing man meistens immer so bei mir nach 20 Jahren an. Dass das anfing. So alt ist jetzt Nein. Transportfieber auch wieder nicht. Mit Tycoon kann man Ja, darüber schwätzen, aber nicht Transportfieber. Tycoon ist ja schon 25. Ja, also. Ich wollte gerade sagen, ich bin jetzt im Jahr 2209, dabei ist es die Uhrzeit. Das heißt, ich sage ja sogar. Und ich gucke immer unten im Eck. Ach, 21:63 Uhr, ja, Ja. irgendwo stimmt doch die Uhrzeit. Woran erkennt man, dass man Transportfieber zu lange spielt, indem man die Jahreszahl als Uhrzeit deklariert? Reinkriegen, ne? Aber wir sehen, der hat es nicht animiert, die Turbinen. Ich glaube, das war sowieso eh und je schon ein Problem. Weil die Turbinen drehen sich nicht.
Das hat animiert. Schön. Nein, nein, da ist es gerade auch nicht besser, oder rauchst du schon wieder? Auch schon wieder.